Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. So, wir haben gerade mal versucht, auf dem Pferd zu reiten. Hat ja auch fast geklappt. Was soll das werden? Wieder greift uns hier an. Oh, noch mehr. Muss aufpassen, gleich bin ich tot. Lebt er noch? Tatsache. Oh, der Körper muss ich anscheinend auch noch umlegen. Oh Mann, ey. Ich glaube, die kommen immer wieder. Ich sollte mal lieber was essen, nicht, dass wir hier gleich platt sind. Gekocht bringt uns das mehr. Das können wir mal essen. Kochobst. Okay, wir sind wieder voll bei der Sache. Oh, da ist ein Bobkin-Horn. Ein Bobkin-Knopf. 20! Ein unheimlicher Knochen, der sich aus abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. So dass er alt. So alt, dass er schnell kaputt geht. Der 20 hat. Wir haben ja nicht so schlechte Waffen hier, ne? Aber 20 ist halt schon heftig. Eine Axt wäre, glaube ich, immer gut dabei zu haben. Na, lassen wir das Ding mal. Aber zwar trotzdem 20. Überleg mal. Heftig. So, was haben wir hier Schönes? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte nämlich mal hier gucken. Ich dachte, dass hier irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Aber das bringt uns natürlich auch nichts. Tee liegt mir gleich mal um. Gleich wieder ein Weißauge. Das ist gut. Da haben wir nämlich ein bisschen Explosionskraft von. Okay, den haben wir auch platt. Nehmen wir auch gleich mal mit. Da ist ein Fuchs. Wobei, der überlebt ja eigentlich bestimmt. Stimmt. Haben wir irgendwas, was ich jetzt nicht verschwenden muss, womit wir ihn abschießen können? Kannst du mal mit dem Apfel versuchen. Ich will mal wissen, was es bringt. Auf jeden Fall haben wir ihn umgelegt. Okay. Da hinten der Schrein. Ich glaube, da waren wir schon. Doch nicht. Ich weiß es gar nicht. Das ist irgendwie verwirrend gerade. Pass auf, halt dich davon fern. Denn wenn du damit in Berührung kommst. Oh, wir sind ins Miasma getreten. Dann wird es dir Kraft rauben und du wirst dich nicht bewegen können. Genauso wie ich. Okay. Hat es jetzt aber kein Leben gekostet. Kann ich ganz kurz da reintreten? Bitte sei vorsichtig. Ich stehe da immer noch drin, weil du mich anschnackst. Wenn du das Miasma berührst, wird es dir die Kraft rauben. Dann wirst du dich nicht bewegen können, genau wie ich. Vielleicht, wenn man schnell genug ist. Lieber Reisender, geht es dir gut? Diese seltsamen Substanzen wird Miasma genannt. Tu deinem Körper den Gefallen und halte dich davon fern. Wenn du es berührst, wirst du rasch deine Lebenskräfte verlieren, als würden sie aus dir herausgesaugt. Mir ist genau das passiert. Ich habe den Untergrund untersucht und ich bin dem Miasma zu nahe gekommen. An der Oberfläche wirst du dich nach und nach erholen, auch wenn es dir richtig mies geht. Im Untergrund geht das leider überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich werde sterben. Ach, und damit das, obwohl ich damit betraut wurde, diese Untersuchung hier zu leiten. Ich schäme mich so. Ich kann Daval keinesfalls allein im Regen arbeiten lassen. Ich muss mich schnell erholen. Aber zu essen kann ich dem auch nicht geben. Kann ich hier irgendwas machen, dass ich auf das Pferd draufkomme? Oh ja, und es regnet. Wie, so eine Frau, ne? Herzlich willkommen bei Sargels Rollen der Speisekammer. Du Reisender, du magst Regen nicht besonders, nehme ich mal an. Irgendwie hassen alle solche Tage, an denen das Wetter nicht so toll ist. Aber manche sagen, Sachen und sogar Tiere sieht man nur, wenn es regnet. Darum finde ich Regen eigentlich ganz schön. Außerdem tut er den Pflanzen gut. Nun sag schon, wie wäre es mit ein paar Spitzenprodukten aus Ateno? Ne, danke. Komm jederzeit angaloppiert, wenn du in Kauflaune bist. Kannst du mir mal dein Pferd hier lassen? Wieso werden wir hier nicht reisen? Das ist mir ein bisschen zu
Schnell. Holzkelle, was? Soldatenschwerter, gut, wenigstens etwas. Oh, hallo. Ich habe gerade eine Menge zu tun, aber bist du ein Reisender? Sei vorsichtig. Einheit 1 der Monsterwehr. Und der Truppenführer Holm geht hier in der Region gerade gegen die Monster vor. Wenn man in der Straße nach Süden folgt, trifft man auf die Monsterlager. Der Kampf dort muss bereits begonnen haben. Wenn du aufs Neue zugehen willst, kann ich das verstehen, aber pass auf dich auf. Ey, das kann sein, dass das dieses... Was? Kann sein, dass das dieses... Ja, wie heißt das noch? Dieser Eingang da halt, wo dieser Schädel drauf war, war. Können wir bestimmt mitkämpfen nachher. Hm. Bist du ein Nachzügler oder so? Ah, du bist nicht bei der Monsterwehr, oder? Tut mir leid. Die Truppe gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich kenne noch nicht alle Gesichter. Einheit 1 der neu gegründeten Monsterwehr führt unter Truppenführer Holm in dieser Gegend eine Operation aus. Wenn du dieser Straße weiter nach Süden folgst, dann stößt du auf das Monsterlager, das es zu zerstören gilt. Ich leiste organisatorische Hilfe für die Truppe, kümmere mich um die Pferde und stelle Medizin her. Als Reisender hast du doch sicher auch Verwendung für Medizin. Ich habe welche übrig. Du kannst sie ruhig haben. Oh, Tempo. Der Spurteffekt stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Die Einheit hier scheint mir in Eile zusammengestellt worden zu sein. Echte Kämpfernaturen sind das nicht. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir Hilfe von jemandem hätten, der im Kampf mit Monstern Erfahrung hat. Der ehrwürdige Ritter Link pflegt nach einem beherzten Satz in die Luft, eine mächtige Sprungattacke auszuführen. Um ihm nachzueifern, sollten alle Soldaten sich mit Leib und Seele ihrem Training hingeben. Truppenführer Holm. Sprungangriffe. Ja. Toll, wusste ich schon. Achso, wir müssen jetzt zurück zum Abgrund. Ich bin mal gespannt, was da ist. Und gleich ist das falsche Reihenfolge und da unten ist schon Ganondorf. So, was willst du? Ob es Robelo gut geht? Hey, hey, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht plötzlich Leute ansprechen, die in das Loch schauen. Einer meiner Kollegen von der Zono-Forschungsgruppe ist gerade in diesem Abgrund. Stell dir nur mal vor, ich würde in das Loch stürzen und direkt auf meinen Kollegen fallen. Sprich mich nächstes Mal nicht so an. Ich arbeite den ganzen Tag hart an den Forschungen, auch wenn ich komplett durchnässt bin. Okay, da unten ist... Oh, das ist ja cool. Das war gerade in Zeitlupe. Weiß nicht, ob das so schlau war, was wir hier jetzt gerade machen. Also, wir sind im Untergrund. Bist du Link? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alun und ich bin ein Mitglied der Zono-Forschungsgruppe. Robelo hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich so zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Zu allem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Ich dachte, dass er in die Richtung des Lichts da drüben gehen würde. Aber dann ging er immer weiter. Anscheinend hat es ihn nach Westen verschlagen. Hast du die Leuchtsamen dabei? Ja, habe ich. Oh, das ist großartig. Nach hier unten dringt kein Lichtstrahl von der Oberfläche, also ist es wirklich finster. Ohne Licht herumzulaufen, wäre zweifellos lebensgefährlich. Man kann Leuchtsamen ganz leicht in den Höhlen finden. Und mit einer Erschütterung bringt man sie zum Leuchten. Für uns von der Zono-Forschungsgruppe sind sie als Ausrüstung unverzichtbar. Einfach nur in die Hand nehmen und werfen, schon erhellen sie die Umgebung. Ja. Diejenigen unter uns, die gut mit dem Bogen umgehen können, befestigen sie auch an Fallen und schießen sie ab. Ja. Wenn du den Untergrund erforschen willst, empfiehlt es sich, eine ordentliche Menge an Leuchtsamen dabei zu haben. Ein paar haben wir auch, glaube ich. Ich glaube, das mit dem Pfeil machen wir vielleicht sogar. Wir haben ein paar Feen, oder? Kann ich die irgendwie einsammeln? Düstenwürmchen, Düsterwürmchen. Ein mehrflügeliges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Sekret, aus dem eine Medizin hergestellt werden kann, die den Körper leuchten lässt.
Okay. Schade, ich dachte, ich kann den irgendwie packen und mitnehmen. Machen wir uns mal ein Licht. Ziehen wir das mal durch. Hier hinten gibt es nichts. Da haben wir Riesenleuchtsam. Den machen wir doch mal daran. Okay, eigentlich wollte ich den da oben haben, aber das war auch gut. Was ist das hier? Inizoid-Wurzel. Inneres Hyrule-Untergrund. Oh, wieder so eine Hand. Was? So vom Hinhalten schon okay. Oh, das nenne ich mal einen Riesen, die gehen leuchtsam. Krass, das erhält uns jetzt den Abgrund. Dann hätte ich mir den Leuchtsam ja sparen können. Und den Pfeil. Und wieder ein Teleportort. Das ist ja gut. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Na, das wird wahrscheinlich noch mehr davon geben. Da haben wir unseren Leuchtsam gesetzt. Können wir nächstes Mal mit anfangen. Das sieht ja echt... Also jetzt mit dem Licht sieht das hier echt schön aus wieder. Krass. So, bei den Typen waren wir vorhin schon, aber da ist die Wegmarkierung wieder gesetzt. Beziehungsweise, die ist ja hier. Weil da das Loch ist, okay. Oh. Robillo hat mich gebeten, dich zu ihm zu... Ja gut, das hatten wir schon. Ich dachte, da kommt was Neues wegen dem riesigen Licht hier. In Richtung des Lichts gehen würde. Und dann ging er immer weiter. Anscheinend hatte sie ihn nach Westen verschlagen, ja. Ja, hab ich. Oh, das ist großartig. Nach hier unten dringt kein Lichtstrahl von der Oberfläche. Also ist wirklich finster. Bla, bla, bla. Hatten wir schon. Bitte erklär mir nicht gleich. Oh, nein. Ich schnack hier nie wieder jemanden zum zweiten Mal an. Ich habe nur immer die Hoffnung, dass sie irgendwas anderes sagen und dass man an eine neue Information rankommt. Alter Schwede, was ist aber auch heftig hier. So, hier hat ein kleines Feuer gemacht. Ja, klasse. Wie komme ich da rüber? Über den hier mit Parasegel wahrscheinlich. Paragleiter. Oder da hinten, aber... Das geht schneller. So, einfach mal durchspam hier. Ihre Knospe. Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrungen hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Okay, hier ist auf jeden Fall gewesen. Da liegt noch ein Text, vielleicht hat er da was geschrieben. Na, lebst du noch? Dieser Ort trifft ja geradezu vor wie Miasma. Da geht man besser nicht zu nah ran. Ohne Leuchtfahne ist hier angeblich sowieso Ende im Gelände. Aber auch ich lebe noch. Und ich bin zum ersten Mal hier. Für dich ist das also sicher ein Kinderspiel. Eben fiel mir eine seltsame Silhouette ins Auge. Vielleicht etwas ähnliches wie das rätselhafte Bild. Dann das tut Joshua ja. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg zur leuchtenden Wurzel westlich von hier. Man sieht sich. Ich hoffe für dich, dass du auch da bist, denn. Die leuchtende Wurzel westlich. Das schaut doch danach aus. Ich kann mir vorstellen, dass hier gleich jemand ist. Aber ich bin mal gespannt. Was ist hier denn? Donnerblume. Da haben wir auch noch was davon. Dann würde ich sagen, schießen wir mal einen Leuchtsam. Vielleicht ein bisschen weiter. Das sieht ja schon alles so mystisch aus. So... Ja, gefährlich halt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind hier irgendwo Gegner, aber das sieht ja schon mal nach einem richtigen Gegner aus.
Hoffentlich machen wir den jetzt nicht aufmerksam auf uns. Oder die. Das sind ja mehrere, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, dann nehmen wir mal die neue Klinge. Der Miasma, aber ich glaube, das wird denen nicht wehtun. Ich glaube, wir kämpfen wirklich mal. Ich will mal wissen, ob wir hier mal hinterherkommen. Na, Ladies, kommt her. Du Arsch. Was hast du davon? Oh, guck mal, was wir hier kriegen von euch. Oh ja, schießt einer. Was war das denn? Wieso ist da irgendwas explodiert? Oh Mann, nein. Okay, das versuchen wir doch gleich mal erneut. Liebend gerne. Kämpfe, wenn du wenig Herzen oder keine gute Rüstung trägst, solltest du Feinde besser nicht frontal angreifen. Echt? Nee. Ich überlege gerade, wenn das da so steht schon. Ich muss den oben links gleich zerstören. Der ist nämlich der, der die Pfeile schießt. Ach, ich wollte verwechsel mal laufen mit ausweichen. Ich bin doch ausgewichen. Achso, ich muss aber L drücken. Okay, üben wir nochmal. Das war auch nicht so geplant, wie es sein sollte. Sind die nicht ganz dicht? Die schmeißen die einfach mit Bomben. Okay, das ist der da oben. Oh, wer ist er denn? Hä? Ich bin doch gesprungen. Tritt er mich einfach ab hier. Na, das wird ja wieder lustig jetzt gleich. Okay. Würde bedeuten, dass wir mehr mit den Pfeilen arbeiten müssen, glaube ich. Hat er einen Schwachpunkt? Also erstmal greife ich jetzt definitiv den da oben an. Davon habe ich nämlich die Nase voll. Den haben wir auf jeden Fall gut getroffen. Vielleicht ist der gleich platt, bevor wir ihn überhaupt ihm anlegen müssen. So, Konstruktbogen ist kaputt. Das hat sich gelohnt, den anderen mitzunehmen. Was war das denn jetzt? Nee. Ja, egal. Ob ich jetzt den nehme oder den. Machen wir mal ihn hier K.O. Ich glaube, dass man es gesehen hat. Wie, die werfen sich. Wie bescheuert war das denn gerade? Hallo? Die schmeißen sich hier echt gegenseitig. Hau ab von mir! Ich hab schon eine Freundin. Du kennst sie. Na. Wie jetzt? Das war's schon. Da habe ich mit mehr gerechnet. Warum habe ich den denn eben nicht gepackt? Moblinhorn. Einst Teil einer Schädelmutation und sehr hart. An einer Waffe befestigt, erhöhte das Horn die Angriffskraft. Koch es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Auch nicht schlecht. Locker werden das aber noch nicht alle gewesen sein. Aber was machen die denn hier mit den Steinen? Sollen wir... Nee. Wir machen nochmal ein paar Leuchtsamen. Nee. Willst du mich verarschen? Schmeißt du das Schwert nicht weg? Ich glaube, wir machen das mal so. Alles andere, da bin ich nicht schlau genug für. So, der macht natürlich ein bisschen mehr Licht.
Was mich auch interessiert ist, ob die jetzt auf ewig... Ob das jetzt auf ewig so bleibt. Mit dem Licht oder ob die Dinge auch wieder kaputt gehen. Die Leuchtsamen. Großes Onanium. Wertvolles Onanium mit sehr hohem Reinheitsgrad. In dem so viel Energie gespeichert ist, dass es normales Onanium in Bezug auf die Ausgabeleistung bei Weitem übertrifft. Hey, das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal alles mit. Das habe ich gerade drüber nachgedacht. Ein Felsbrockenhammer zerbricht gleich. Muss ich sehen, dass wir noch was haben. Bockbogen, ne, den brauchen wir nicht. Das war's. Nehmen wir den eben. Hier ist nichts mehr. Mal hochgehen, nicht, dass ich hier was übersehe, aber das scheint bis auf die Pfeile hier ganz nackig zu sein. Das nehmen wir auch nochmal mit. Da haben wir noch Pilze. Qualmerling. Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Okay. Wie können wir die denn einfangen? Ob es da nachher noch so eine Art Cacher gibt oder so? Da konnte ich packen. Okay. Mal gucken, da ist der nächste Spähturm von denen. Da will ich jetzt noch nicht direkt hingehen. Auf, da kommen wir, okay. Beziehungsweise hier kommen ja schon wieder die ersten. Aber so stark sind die jetzt auch nicht. So, die haben wir auch zerstört. Dafür haben die aber meinen Hammer kaputt gemacht. Mein Schwert. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Der hat eine 20er Stärke. Kann ich... Das sieht auch eklig aus und das hört sich auch eklig an. Kann ich mit dem hier... Kann ich bestimmt. Den kann ich auch bestimmt modifizieren. Die hat nur 3er Stärke. Nehmen wir nochmal die Bernsteinklinge. Legen wir sie mal ab. Und dann wollen wir die mal verstärken. Tatsächlich. Na, wer will sie gleich mal ausprobieren? Ich habe doch gerade jemanden gehört da. Ist schon heftig. Okay, ich würde sagen, in Anbetracht der Dinge, dass wir da schon wieder Gegner haben, machen wir hier mal einen Cut. Greifen wir die beiden, oder drei oder vier, wie auch viel auch immer das sind, in der nächsten Folge mal an und dann gehen wir auch direkt zu dem Leuchtsamen da, den riesigen. Beziehungsweise die fliegen da oben sogar. Alter Schwede, da muss ich aufpassen. Okay, machen wir das in der nächsten Folge.